willkommen, Frau Brigitte Kramer, zur Präsentation des Salon 2012. Willkommen, Kaspar Siwonischek, der Sohn des längst geliebten Jedermanns. Ihr seid jetzt in die Stadt gekommen, um deinen Vater, ihren Ehemann, zur Premiere für Prinz von Homburg. Ja, genau. Wir sind gekommen einen Tag vor der Premiere. Wie hat es euch gefallen? Großartig. Das ist ein wunderbarer Theaterabend. Sehr gut. Sehr gut gelungen, ja. Also wenn die FAZ so eine tolle Kritik heute schreibt, dann muss es ein ganz besonderer Abend gewesen sein. Man muss auch sagen, es ist so, das ist eine wunderbare Inszenierung, es ist ein großer Abend und es gibt dann wunderbarerweise auch einen Kritiker, der das formulieren kann. Es ist ein Erfolg in allen Zeitungen und bei allen gewesen, beim Publikum vor allem auch. Aber es gibt ganz selten Kritiker, die das so formulieren können, warum es funktioniert hat. Und der Herr Stadelmeier von der FAZ kann das eben besonders gut, muss man sagen. In Österreich haben wir da nicht solche Koryphäen, leider. Aber die haben es verstanden und haben es gut gefunden und haben es genossen. Aber die Formulierungen dann nochmal zu lesen, warum dieser Abend gelungen ist, das erhöht den Genuss ums Zweifache. Wie fühlt ihr euch in der Stadt, in der ihr eigentlich die letzten neun Jahre bis vor 3 Jahren verbracht hat mit dem Vater als Jedermann, wenn ihr jetzt zurückgekommen seid, wie ist das Feeling in dieser Stadt? Hat sich was verändert? Naja, ich bin immer noch stolz auf ihn. Ja. Ja, grundsätzlich hat sich eigentlich nicht viel geändert. Er hat eine andere Rolle, die er sehr gut spielt. Ich bin stolz und ja. Aber es ist sehr lustig, du gehst eigentlich an Plätzen vorbei, die er von Kindheit an kennt. Ja. Das ist schon, es hat sich etwas verändert, es ist unglaublich entspannt jetzt. Wir waren 2 Jahre nicht da und jetzt wieder und es ist entspannt, denn wir haben ja früher, wir sind auch zur Verfügung gestanden und sind viel dabei gewesen und das haben wir gemacht, weil wir überzeugt waren, dass das dazugehört. Ja. Und auch gern, aber jetzt ist es auch sehr schön, ein bisschen näher zu beobachten und außerhalb zu sein. Aber Sie sind nicht hier nur, um den Ehemann anzusehen, sondern ihr habt auch ein gemeinsames Projekt, nämlich ihr habt übermorgen eine Lesung, Wut gegen Nordwind in Golling, in der Burg, bei den Burgfestspielen, den Glattauer. Wie fühlt sich das jetzt an, sofern ab der Festspielstadt diese Riesenburg zu füllen? Es ist ausverkauft, habe ich gehört. Also sind auch die Schönwetterkarten schon verkauft und es wird die Sonne scheinen hoffentlich. Ja. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Es ist ein tolles Gefühl, weil ich bewundere meinen Mann sehr und freue mich über seine Erfolge, aber ich bin auch glücklich, wenn ich selber was machen kann. Ja. Und wenn wir zusammen was machen können und da wir... Ja, das ist schön zu wissen, dass man Zuspruch hat, dass man ausverkauft ist und dass die Leute sich darauf freuen. Und wir freuen uns auf das Vergnügen, miteinander das zu machen. Das ist schön. Und er hört sich das zum 10. Mal an, der Kaspar. Er liebt diesen Abend besonders. Kaspar, wann kommst du zurück nach Salzburg in einer ganz besonderen Rolle? Du warst bei den Wiener Sängerknaben, du hast ja auch schon gespielt und gedreht. Wann werden wir dich bei den Salzburger Festspielen erleben? Und in welcher Rolle? Was wäre deine Lieblingsrolle? Naja, mal sehen. Ich weiß ja nicht, welchen Weg ich wähle, ob ich vielleicht Schauspieler werde oder mal sehen. Ja, ich habe jetzt eine Zeit lang beim Fink gearbeitet, das ist ein Koch. Habe mir da ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Also in der Freizeit? Sonst in der Freizeit, natürlich, sonst gehe ich in die Schule, selbstverständlich. Aber ich nehme viel auf und ja, mal schauen, vielleicht werde ich hier bei den Salzburger Festspielen irgendwann mal auch tätig sein, man weiß ja nie. Also ich lasse alles auf mich zukommen, mal sehen. Ja, super. Jedenfalls freue ich mich drauf. Ja? Der Kaspar hat ja einen Kinofilm gemacht mit 10 Jahren. Ja, das weiß ich, in China. Mozart in China und der hat in Salzburg begonnen. Ja. Weil die Geschichte geht von Salzburg aus. Ja, von Salzburg aus. Darum hoffen wir, dass du hierher zurückkehrst. Naja, mal sehen. Danke euch, Lieben, für das Gespräch. Danke. Danke.